Kinder. Ja, ich habe gedacht, ich schicke euch einfach mal ein paar schneeige, fröhliche Grüße rüber. Hier aus unserer Pfarrei St. Peter und Paul. Und ich bin gar nicht alleine. Guckt mal, ich habe Elias, den kleinen Esel, bei mir. Ja, der Elias, der wird euch noch öfter begegnen. Und wir setzen jetzt hier einfach mal so den Anfang. Ja, der Elias, der begleitet euch nämlich oder möchte euch begleiten durch die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern. Apropos Aschermittwoch. Das Wort Asche kennt ihr bestimmt und was es bedeutet. Wer zu Hause einen Kamin hat, der weiß, wenn das Holz verbrannt ist, dann bleibt unten in dieser Schale einfach nur noch so ein kleines Häufchen Asche über. Das heißt, alles, was mal geblüht hat und groß war, das kann ganz winzig klein werden. Aber Asche ist eigentlich nicht nur dazu da, um es einfach wegzuwerfen, sondern man kann es sogar benutzen. Es gibt Menschen, die reinigen ihren Kamin damit, die Glastür. Das heißt, die nehmen Zeitungspapier und die tauchen die so in Asche und reinigen damit das Glas an der Kamintür. Oder man kann es auch als Dünger benutzen. Auf jeden Fall, Asche steckt in unserem Wort Aschermittwoch. Ja, und was es damit auf sich hat und mit der Asche und dem Aschenkreuz und wie das passiert, denn die Asche wird nicht irgendwo rausgewonnen, sondern das geschieht auf eine ganz besondere Weise. Und da dürfen wir jetzt mitten im Schnee unserem Küster, dem Herrn Bahlmann, einfach mal über die Schulter gucken. Hallo Herr Bahlmann! So, schaut mal, der erste Kübel hier, der brennt schon mit dem, was da reinkommt. Aber ich zeige euch jetzt mal, denn das ist nicht einfach nur Holz. Also, vielleicht erinnerst du dich an diese Buchsbaumzweige. Die sind fast ein Jahr alt. Letztes Jahr an Palmsonntag sind die gesegnet worden, wo wir daran gedacht haben, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist. So lange ist das her und es gibt so eine Tradition, bei manchen steckt so ein kleiner Buchsbaumzweig zu Hause auch noch neben dem Kreuz. Auf jeden Fall haben wir von diesen alten Zweigen hier noch ganz, 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 ganz viele. Und genau die sind es, die verbrannt werden. Und daraus wird die Asche für den Aschermittwoch gewonnen. So. Ja, jetzt haben wir ganz viel Qualm, aber das ist so, genau. Und irgendwann brennt es dann, aber so wird halt ein Feuer gemacht. Irgendwann sind dann all diese kleinen trockenen Buchsbaumzweige verbrannt und es bleibt wirklich in dieser Schale nur so ein kleines Häufchen Asche über. Diese Asche, die nimmt der Herr Bahlmann dann nochmal mit und dann wird die in so einem kleinen Gefäß, in so einem Mörser, nochmal zerkleinert, weil die Stückchen da drin sind noch zu grob. Und wenn er damit fertig ist, dann bringt er die in die Kirchen. Und an Aschermittwoch, da wird diese Asche gesegnet. Und wer dann in die Kirche kommt, kleine und große Christinnen und Christen, die bekommen so ein Aschenkreuz auf die Stirn. Naja, zumindest im Normalfall. In diesem Jahr sieht auch das ein bisschen anders aus. Aber die Bedeutung des Kreuzes, die ist auch in diesem Jahr da. Sie erinnert uns daran, dass wir starten Richtung Ostern, 40 Tage lang. Und dass wir uns einfach mal Gedanken machen, wie das so läuft in unserem Leben. Süßigkeiten fasten, was so bekannt ist, ja, das geht natürlich auch. Aber eigentlich sollen wir darüber nachdenken, ja, was bei uns gut läuft, aber auch was bei uns nicht so gut läuft. Also ich denke mal, wenn man Streit hat mit anderen Menschen, tut das nicht gut. Den anderen nicht und mir auch nicht. Mal zu versuchen, kriege ich das hin, das wieder gut zu machen? Oder wenn ich mich oft zanke mit Geschwistern oder so, dann ist das anstrengend. Sagen wir, versuchen es mal ohne. Oder dass ich helfen kann. Oder. Und ich glaube, ihr wisst da sowieso selbst am besten, was da gerade so dran ist. Naja, auf jeden Fall, Elias ist da mit euch unterwegs. Und ihr bekommt von uns eine kleine Fastenrennbahn. Mancher kennt das schon aus den Vorjahren von euch. Die findet ihr auch in den Kirchen. Ja, geht Elias einfach mal besuchen in St. Mauritius, in St. Peter und Paul oder in St. Josef. Da wartet er auf euch jeden Tag in der Woche bis Ostern. Und ab und zu hält er was Nettes für euch bereit. So, ganz ehrlich, jetzt ist mir aber kalt. Das heißt hier am Feuer jetzt nicht wirklich. Und mir ist jetzt nach einem warmen Tee und dem Elias nach seinem Stall, bevor er dann in die Kirche einzieht. Tschüss, Kinder!
Und eine kleine Sache noch, damit ihr übrigens wisst, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Ne, Elias, guck mal. So sieht die Asche dann aus in diesem Topf, wenn sie dann hinterher in die Kirchen kommt. Also nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir da vorne reingetan haben.